Jetzt geht's mit dem Bus nach Victoria. Die Hauptstadt liegt am Fuße zweier hoher grünen Berge, dem Morne Seychelles mit 950 Metern, der höchste Gipfel des Landes, und dem Trois Ferres, 699 Meter hoch. Hier finden wir auch den einzigen Hafen auf Mahé, wo 95% der Einfuhren einlaufen. 2040 mit einem Anstieg der Transitfracht um 250% zu rechnen ist, wird der Hafen ausgebaut werden müssen. Hier im Hindu-Tempel, wo wir ausgestiegen sind, findet gerade eine Segnung eines Brautpaares statt. Eine Hochzeit. Das hat probiert natürlich. Ich bin auf der Market Street und zum Fischmarkt. Und jetzt gehen wir zum Fischmarkt. Alle mal kurz vor den Platten oder mal oder? Sehr imposante Fische. Hier natürlich hunderte von Sorten an Obst. Gibt den Fisch dann nochmal getrocknet. Aber der steht in diesem wunderschönen Land künstliche Blumen kauft, das verstehe ich nicht. Wo es überall an jeder Ecke blüht. Natürlich die tollen Gewürze. Ja, ist schon ein sehr imposanter Markt. Kathedrale. Victoria ist die kleinste Hauptstadt der Welt. Eine Kirche. Das muss doch eine katholische sein. Hier sehen wir jetzt das Wahrzeichen Victorias, den Uhrenturm Big Ben. Dieser wurde als Denkmal für die 1901 verstorbene Königin Victoria errichtet. Hier ist jetzt das Herzstück von Victoria. Das ist das Nationalmuseum Geschichtliche. Da können wir hingehen, wenn es noch regnen wird. Hier sehen wir das 200-Jahre-Feier-Denkmal, die 1978 zum 200. Geburtstag der Stadt aufgestellte Skulptur symbolisieren die drei Kontinente Afrika, Asien und Europas. Ja, jetzt haben wir uns im Taxi nach Eden Island bringen lassen. Oh, hier ist es trocken und hier gucken wir uns jetzt eine Weile um. In einer Stunde werden wir wieder abgeholt. Benedetto mit Johnny Walker auf Eden Island. Ich glaube, da drüben regnet es noch mehr als hier. Ganz hübsch hier auf Eden Island, also es ist schon sehr hübsch, aber eine halbe Stunde reicht hier allemal. Und die Läden sind sehr, sehr toll. Wir sind uns alle schon unter Wasser begegnet. Gegessen. Jetzt stehen wir hier wieder vor dem Nationalmuseum. Aber da es jetzt nicht regnet, gehen wir da auch nicht rein, sondern genießen, dass es jetzt nicht regnet. Hier sind so ein paar Marktstände aufgebaut, so Souvenirshops. Und hier schlendern wir jetzt ein bisschen lang. Moschee, ne? Heute Vormittag hat es richtig geschüttet, so einen Regen haben wir überhaupt noch nicht erlebt. Aber doch, in Amerika auch schon mal. Aber richtig dolle. Und bis, hätten wir die Tür nicht zugemacht, bis ins Zimmer rein. Und jetzt gehen wir, und da haben wir uns auch noch mal auf den Weg gemacht zum Strand. Erstens, weil wir Geld abheben müssen. Und zweitens, weil wir da auch irgendwo was essen wollen. Schwimmen tun wir halt, glaube ich, nur im Pool. Hier geht der 3 Kilometer lange öffentliche Strand Provalo. Wohingegen privat geht er da noch weiter. Das sind dann die Privatstrände von den Hotels. Jetzt haben wir sogar eine Baywatch hier gefunden am kilometerweiten Strand. Hier direkt vor unserem Fenster ist ein wunderschönes Korallenriff. Aber das Wetter lässt mich einfach nicht schnorcheln hier. Es ist doch zu gefährlich. Die Brandung zu hoch und die Korallen zu scharf. Gerade eben zu Hause angekommen. Ein Glück.
wieder wie verrückt. Die Fledermäuse fressen die Früchte von dem Baum. Jetzt sind wir mal ein bisschen früher aufgestanden, um zu gucken, wie die Fische wieder rein. Hier ausgenommen alle die Fische und dann kommen sie in den Container und dann geht's zum Fischermarkt nach Victoria. Eis aufgeschmissen. Das ist gleich gut. Ich habe wieder ein Riesenglück. Gerade nach Hause gekommen und er schüttet wieder wie aus Eimer. Es hat tatsächlich die Sonne raus und wir machen uns auf den Weg nach Victoria wieder, um in den Botanischen Garten zu gehen. Sind wir bis zur Endstation gefahren und machen uns auf dem Weg zum Botanischen Garten. Den Linksverkehr müssen wir uns erst wieder gewöhnen, vor allen Dingen als Fußgänger. Wir haben ihn gefunden. So, auf geht's. Ja, auch hier Corona-Maßnahmen. Fieber messen, eintragen. Na, das kennen wir ja. So, zuerst präparieren wir uns aber mit Mückenschutz, weil wir gehört haben, dass man hier sehr zerstochen wird. Aber wir haben alles bei. Über 200 verschiedene Pflanzenarten gibt es hier. Aber eigentlich sind ja die ganzen Seychellen ein einziger botanischer Garten. Ich habe die Fütter, die Schildkröte. Wo sind denn deine Finger? Du bist doch schon mutig, ja? Ja, ja. Da scheinen auch Ferienwohnungen zu sein. Früher hätte ich auch von uns keiner erträumen lassen, dass die Sonne mal scheinen würde. Aber sie scheint. Aber jetzt wollen wir nicht schon wieder meckern, nein? Nee, ist herrlich schön. Und dann eine Weihnachtsgans. Ein Elefantenapfelbaum. Man soll hier vorsichtig sein vor runterfallenden Früchten. Sehen aus wie Nüsse, die Früchte. Aber man sieht auch hier, wie der Sturm gewüstet hat. Ich schätze mal, dass hier ein sehr, sehr sauberes Land ist, dass sonst hier kein Blatt auf dem Boden liegt. Aber da kommen sie jetzt nicht nach. Und es ist überall auch sehr feucht durch den vielen Regen. Und so sieht die ganze Pflanze aus. Nach einem schönen Walk durch den Marcanischen Garten gehen wir jetzt zum Hafen. Headwater. Leider alle zu. Auch das ist Corona zum Teil geschuldet. Ein Freiheitsdenkmal. Bei Sonnenschein sieht das natürlich schon alles noch viel schöner aus. Guckt ihr das Leben bei schönem Wetter. Hier auf dem Markt haben wir uns jetzt entschieden zu essen und wir essen ein Oktopus-Curry, was sehr lecker sein soll. Unser Curry Coco Pans gibt es hier auch nicht. Das ist dieses Kokosgericht mit Fischinnereien. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch irgendwo kriegen werden. Unser Oktopus-Curry. Dann sind wir zurückgefunden zum Busbahnhof und warten auf unseren Bus nach Pyrombo.